Alles klar, Freunde, und wir sind zurück. Willkommen, wir machen mal sofort weiter mit. Sorry, was mit Freeze hier? Nee, seine Hände zittern auch, der will auch kämpfen. Und. Ja, jetzt schauen wir mal, was abgeht. Ja, wer bist du jetzt? Sauber und so besiegt. Ja, ja, nichts Besonderes. Also, was sagen wir? Wer bist du? Vor ein paar Tagen habe ich das Spiel gestartet und wurde dann hineingezogen. Seitdem suche ich nach einem Ausgang und da bin ich euch begegnet. Außer du meinst doch nicht, dass das. Heißt du zufällig Nim? Nim? Nein, ich heiße Kagyu. Okay, krass. Ach, wir haben dich für jemand anderes gehalten. Ihr seht enttäuscht aus. Tut mir leid, dass ich nur ich bin. Hey, alles gut. Alles gut, mein Boy. So war das nicht gemeint. Nie wurde so war das nicht gemeint. Ah, der verbindet sich auch an. Wenn Kagyu hier ist, treibt sich dem bestimmt auch Nim rum. Irgendwo, ja, ja. Dann werden wir nach ihm suchen. Auf jeden. Olle! Was ist das? Was geht jetzt ab? Hä? Diskussion? Meister, der Heldenwechsel auf Kagyu. Noch ein Wechselfähiger. Wir haben Glück, Karten. Klärt ihn auf. Okay, Team. Ja, Kagyu, so und so, Super Dragon Ball Heroes, kommst du ran? Ja, nein? Ja? Okay, korrekt, komm ran, Junge. Wow, das habe ich auch gesagt, aber es ist alles wahr. Ich glaube, wir sind von Beweis umgehen, ja. Danke, Kagyu, willkommen an Bord. Nachdem es alle auf dem Laufen sind, könnt ihr Kagyu mal zu mir schicken. Was? Ich möchte nicht vergessen, ob er wirklich einen Heldenwechsel benutzen kann. Dürfte zwar bestimmt kein Problem geben, aber man kann nie sicher genug sein, alles klar. Kagyu, ab nach Hause. Fasst ihn an und aktiviert dann euren Heldenwechsel, um das Team gemeinsam zurückzubringen. Stellt euch das wie so eine Teleportation vor. Ja, das sollte ich gerade sagen. Das sollte ich gerade sagen. Du kennst Kakarotto, natürlich nicht. Natürlich, aber natürlich nicht. Ich meine, lala. Ja, das ist Trunks, das ist sicherlich Trunks. Los geht's. Was sind, was? Oh. Die Dragon Balls wurden gerufen. Achso, nein, ich dachte schon. Noch eine Anomalie. Ausrechnen jetzt. Die Pflichtruf. Hey, dieser Froze sieht so cool aus. Der sieht so genial aus einfach. Oh mein Gott, muss von jemand direkt einen Screeny machen, ey. Krank, krank, krank. Ein Screenshot. Geil, geil, geil. Oh, Hände schütteln. Kommt, virtuelle Hand schütteln. Die sind immer bereit hier. Sane und Silent Girl. Bitte. Bisher wirkt alles ganz normal im Gegensatz zu unserer Begegnung mit Sabre und Dodoria. Wenn alles läuft, wie es soll, müsste Trunks gleich auftauchen. Geil, Alter. Hoffentlich. Ich meine, ja, also Dragon Ball Games spielt man immer mehr oder weniger die Geschichte nach, so ist nicht. Aber in Heroes ist halt anders, da kann halt alles passieren so. Mist, wo ist Trunks? Keine Spur von ihm. Okay, das soll komplett anders als sollte. Das muss eine neue Anomalie sein. Wir dürfen der Cole-Familie keine freie Bahn lassen, Zeit zu kämpfen. Ja, let's go, wir machen einen auf Trunks. Ja, korrekt, korrekt, komm. Ganz bestimmt nicht. Wir sind hier, um deine Metallien dann zurück in die Fabrik zu schicken. Frieza, Yamero! Ja, ich schaff mir easy, komm. Wie aggressiv die sind. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. So. Oh, gewinne Kampf ohne von einem Superangriff vom Gegner getroffen zu werden. Okay. Dann schaffe ich mal meine Taktik, ne? Also am Anfang gerne auf jeden Fall die Elite-Kämpfer raus. Den Trunks, also cooler gehe ich auf jeden Fall Superangriff. Das ist so, was machen wir denn so? Was ist das? Hajimi. Hier kommt Trainer mit Golden Cooler, das ist die höchste Form. Cooler ist so geil, das ist einfach so ein geiler Charakter. Ich würde gerade sagen, Cooler ist cool, sorry. Gegnerische AE-Tempo. Was war das? Hallo? Oh mein Gott! Man geht für Sharingan! Nein! Oh, warte mal, die haben zuerst angegriffen. 12.000. Supersturm, okay, was geht jetzt ab? Todesstützer, welcher Freezer? Wow, der hat ja super Angriff aktiviert. Das war's. Ultra-Abschuss haben wir nicht geschafft. Krass, 12.000 hatte der. Unterschätzt habe ich die Zahl, um ehrlich zu sein. Ich habe die Zahl echt unterschätzt. Jetzt sind wir dran, haben wir jetzt. Komm. Aber für mich, der Freezer Ability war brutal. Meine Anzeige war übel schnell. Jawohl, endlich. Jetzt startet super, nein, super Angriff. Junge. So sieht das aus. Geil, einfach ein Gold. Bam. Vater, zieh. Vater, ab nach Hause mit dir, Junge.
Brr. Maria ist eh betäubt. Egal, zum Üben, zum Üben. Maria! Und jetzt komme ich ran. Nice. Oh, aggressiv. Verfolgerchance. Bam. By the way, ich habe es auch bei vielen gelesen, das ist echt ähnlich wie Hero Colosseum von Xenoverse, aber das ist eher andersrum. Also Xenoverse ist basiert auf Dragon Ball Heroes, weil Dragon Ball Heroes gibt es seit 2010. Aber ja, genau jetzt. Oh, jetzt kommen mal alle hier ran. Der denkt, der hätte jetzt eine Chance. Einfach alle nach vorne stellen. Aggressive Attacke von Lionel Messi. Bats, komm jetzt ran. Oh, jetzt komm schon mal ran, Junge. Oh. By the way, was mich gerade frage ist, macht es einen Unterschied? Ah ne, die platzieren sich dann selbstständig, okay. Stark erhöhen, ich hab's geahnt. Schanz, irgendwas geht was auf ihn. Oh, du kommst. Mangekyo. Nein! Dieser Micha Freezer, das ist viel zu schnell. Was macht der Penner? Ey, das ist krank, sag mal, ich komme nicht hinterher. Also, Micha Freezer finde ich, das ist schon geil. Das hat einen übelsten Vorteil für ihn. Normal direkt A klicken. Mann, jedes Mal, bei jedem. Oh, es gibt's doch nicht. Aber der nimmt trotzdem viel Schaden. So viel Action für so wenig Schaden. Das ist doch nicht dein Ernst. Chance, zeig mal, wie das geht, mein Sohn. Dieser Karotte ist ja die übelste Lusche hier. Komm ran. Bam, Junge, was ist los? Brrr. Bam! Brrr. Gib den Finisher! Mau, Junge! Das ist von Goku. Oder es sei denn, ich habe das nicht beobachtet von Goku. Carlos! Oh mein Gott, guck, das ist die zweite Runde, habe ich gemeint. Die kriegt ihr am zweite Runde CAAs. Oder TAAs. Genau, das kommt halt, nachdem man die AI-Schläge hinter sich hat. Oh mein Gott! Ich brauche eure Kraft! Kommt alle! Kommt alle, bitte! 400 pro Serie, Hidama. Freunde, gebt auch ihr mir die Kraft. Was ist hier los? Was ist hier los? Ah! Eskalation, gib mir eure Kraft. Aber alle bitte. Oh mein Gott. Und das Ding ist, ihr müsst euch überlegen. Im Real Life in Japan müsst ihr das alles mit den echten Karten im Eingabefeld, im Touchpad vom Spielautomaten machen. Heißt, man ist da und man eskaliert da so, brrrr, zeigt dir ein. Alter, was ist da los? Geil. Aber so viel Action und dann noch einfach nur 3800 Schaden gemacht. Was ist da los? Aber es sind ja zusätzliche Angriffe. Ich meine, das ist das Gestörte. Geil. Richtig geil, aber wirklich geil. Nice, nice, nice. geil. Anmessende Rotzgehören, das in der Zeit war auf jeden Fall kein Buff. Wir hatten Freezer-Stand. Weiter so. Oh, was ist das? Ah, das ist die Extra-Dimension. Mach einfach mal Story weiter. So, Extra-Dimension, wie gesagt. Ich habe euch schon vor ein paar Parts gefragt. Wollt ihr das sehen in den Let's Plays? Wenn nicht, mache ich das in den Streams. Naja, hey, wir schaffen das. Ja, jetzt lass uns den Kampf beenden. Verfluchte Gehören. Weil ich glaube, diese Dimensionsrissen sind halt einfach eine extra Zeitquest einfach, sag ich mal. Was er aber jetzt hat, da waren so 1000 Fäuste. Kommt in seine Armee. Oh oh. Was ist denn jetzt ab? Battle Royale oder was? Alles machen. Jeder macht Battle Royale. Oh! Noch ein Freezer. Noch ein Freezer. Ja, noch ein Freezer. Huch, du kommst mir bekannt vor. Das ist etwa der liebe alte Papst.
Was im Universum? Keiner weiß, irgendwas sagt mir, dass die Ewigkeit nicht nur oberflächlich ist. Allerdings wird es etwas sein, dass wir... Ja, wir sind beide Freezer, man. Ich bin ein Herrscher, kein Roboter. Ich sage das schon ungenau, aber das ist das Werk von des Super Saiyan. Super Saiyan, dann ist die Legende wahr? Leider, ja, ein Primat namens Dokuro hat mir das angetan und für diese Sünde wird er büßen, bitterlich. Ich verstehe, wobei mir beim Gedanken daran, den Saiyan zu verlieren, schlecht wird. Juhu! Also gut, dann werde ich mal bei meiner Rache helfen. Mmh, okay. Wie eskalieren? Hä? Ja, Hijos geht einfach alles. Komm, 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 was totschlagen? Komm ran. Ole Piccolo! Ist Nim von den Namekien, also hat der Namekien Avatar gewählt? Nein, das war Dingo, so Boy Kagyu. Alter, ich hätte auch einen anderen Avatar wählen sollen. Die hat noch am Anfang gesagt, dass man das anpassen kann oder so. Ich habe den Punkt nirgends gefunden. Falls ihr das wisst, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Wie cool die aussehen! Wie cool die aussehen! Ah, oh, nee, der Freezer ist ja okay, let's go. Schuppen zu mir zeigen, wie in die Furcht unser Team ist. Ja, ja, ja. Ich zeig dir gleich mein Team, Junge. Ey, wie cool die den gemacht haben. Ja, wahrscheinlich kämpfen die anderen einfach separat so. Ja, kennen wir. Ja, das kann man doch schon. Wieso kommt das wieder? So. Jari, jari. Weißt du was? Mega, einfach auch laut gehen. Mach mal Platz, Junge. Hä? Ah, das wird addiert mit den anderen. Krass. Ich glaube, wir teilen uns auch alle dieselbe, gemeinsam eine HP, weil ich habe übel viel HP und der Gegner auch. Und ich kämpfe halt gegen Freezer. Ja. Oh mein Gott. Bam. Ja, ja, ja. Okay, es wird alles addiert. Ja, siehst du? Geil, 3 gegen 3. Okay. Interessant. Nein. Verdammt. Wie viel Schaden haben die gemacht? Ey, guck mal, sehr schön. Das haben die gut gemacht, finde ich. Ah, die haben auch wenig Schaden gemacht. Ah, es gibt's doch nicht, sag mal. Ich hab einfach die Augen zugemacht und A geklickt, weil ich das eh nicht schaff. Egal. Du musst da hin, dann was? So, ihr zwei. Könnt euch mal wieder zischen. Wobei den? Aber der hat nun Ausdauer. Der wird betäubt sein, der greift auch an. Ja, die müssen runter. Let's go. Schlitzer kommen jetzt. Brr. Wobei ich eigentlich, um ehrlich zu sein, den hier. War der. Schaut der nur mit so wenig Ausdauer oder was? Das gibt's doch nicht so, Mann. Das macht kein. Was macht der Penner, Alter? Wieso schaut der mit. Ich hatte so wenig Ki. Okay, die haben gewonnen. Oh. Ja, das ist. Ich schlug die ganze Zeit ab direkt. Bam! Ja, wo? Ah, Mirakel. Okay, 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 okay. Ja. Hoffe, ich kann den Porunga beschwören. Da gibt es am Ende noch ein Roulette-Game. Genau dies.
Bam, bam. Nice. Oh, ein Dragon Ball. Oh, gut Schaden gemacht. Jawohl. Nice, Bruder. Der Legend of Porunga erscheint gleich. Oh, jetzt kommt der Schlitzer. Oh, nice, nice, nice. Das will ich sehen. Aber leider der einzige Hero-Charakter. Mit dem Kuhbangriff. Wegen dem Kuhbangriff. Ah, jetzt kommt der Schlitzer hier. Was ist los? Brrrr. Jetzt kommt der Schlitzer, mein Sohn. Komm. Brrrr. I'm a slash dash mash. Bam, 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 bam. Slash mash, slash mash, slash mash, slash mash, slash mash. Bam. Oh, what the hell. Cooler ist so krank, aber ich kann die ganze Zeit mit ihm spielen. Unglaublich, echt. Oh! Stimmt, Porunga, jetzt komm ran. Also ein Kampf kann schon lange da gehen, gell, wegen der Animation, fällt dir nicht? Mangekyo Sharingan. Riesenbonus, sehr schön. Runter mit dir, Junge, mit deiner Abwehr. Okay. Mal cooler kann ich einfach die ganze Zeit mit cooler spielen. Das ist unglaublich. Hey, mach mal Platz hier, Alter. Ich habe 4 Heldenenergie. Ja, der ist ein bisschen am Arsch. Okay, kann ich. Ja, eine Kiefer braucht er, den kann ich da schon setzen, natürlich. Der hat seine Essen. Mach mal einfach mal alles komm. Sehr schön. Ah, der Kampf zieht sich. Der zieht sich übertrieben. Oh, der hat volle Heldenenergie. Wow, Freezy. Oh nein. Sag mal, ich muss das üben. Was geht ab? Wow, wie viel Schaden wir uns schon gemacht haben, wo wir das gedefft hat. Komm, bam, bam. Sidestep, Sidekick. Nice. Nice. Ja, guck mal, Koop Angriff, oder? Ich hab noch 3 Heroes am Start. Ne, der kam nur alleine, komischerweise. Kelly Knarre. Wie Schaden wir machen, guck mal. Wegen Porungas Bonus. Ja, mein Sohn hat dich schon gedubbt, ey. Der hat dich schon gedubbt hier. So aggressiv wie der ist. Ja, komm, der Over da noch. Mach den Overkill rein. Masenko, ja, ja, Masenko. Ja, ja, Masenko. Wir dürfen gleich wieder ein Ding spielen. Porunga Roulette, was machen die? Kann doch alles einfach Glücksspiel reinschmeißen. Ja, obwohl das Gacha und so ist ja eh. Kann man schon ein bisschen als Glücksspiel sehen, ne? Ganze Gacha-System. Aber Finger weg von so Glücksspielen, ne? So! Wo ist der Ball? Ah, da oben. Hä? Achso, ich muss erstmal loslassen. Ich muss jetzt wieder anklicken. Achso, nein! Ich habe mich schon letztens gewundert, dass Road die selbstständig und dann bleibt es einfach irgendwo stehen. Ja, okay, 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 krass. Ja. Okay. So, hey, jetzt wird es wirklich interessant. Unglaublich, vom gesamten Gimmick-Sonderkommando bin ich nur noch ich übrig. Wie sollen wir denn jetzt unsere gleiche Kampfhose einnehmen? Das ist eine unverzeihliche Beleidigung. Also, es war euch gerade einfach, aber wir haben einen ausgelöst. Wir sind auf der Zielgeraden. Die haben den so cool gemacht, den Meme. Ey, sieht richtig cool aus. Namekian Volk. K.
Kagyu ist jetzt sein Verbündeter, sehr schön. Guck mal, jetzt hier auf dem Feld, wo ich bin, seht ihr das? Oh, das nehmen wir noch. Da ist eine Zeno-Kugel. Da kann Dragon Ball droppen. Super Dragon Ball. Mit Zeno-Summers-Kugeln. Aber okay. Aber ich würde sagen, lasst uns für diesen Part hier Schluss machen, denn... Wir haben auch schon ein bisschen... Also der Kampf ging relativ lang. Der ging echt lange, Freunde. Ich hoffe, es hat gepasst. Jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.